Trotz der verstärkten Militärpräsenz setzt die Demokratiebewegung in Myanmar den Protest gegen den Militärputsch vor 2 Wochen fort. Die Demonstranten fordern unter anderem die Freilassung der abgesetzten de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi. In der Metropole Rangoon haben sich an mehreren Orten Menschen versammelt. Auch in der Hauptstadt Naypyidaw und in der zweitgrößten Stadt Mandalay trotzen Demonstranten den Einschüchterungsversuchen des Militärs. Bereits am Wochenende gab es Proteste von Putschgegnern. Diesen schlossen sich auch einige Polizeibeamte an. Medienberichten zufolge nahm die Polizei mehrere Journalisten fest, die über die Proteste berichtet hatten. Insgesamt wurden nach Angaben von Aktivisten seit dem Putsch mindestens 400 Menschen festgenommen. Regierungen weltweit verurteilen den Militärputsch scharf. Die Botschafter der USA, Großbritanniens und der EU appellierten in einer gemeinsamen Erklärung an die Sicherheitskräfte, keine Gewalt gegen Demonstranten anzuwenden.